So. Dann speichern. Moment mal. Ja, der Lederhelm. So. Ja, 5 Rüstung hat der. Bei Parade. Okay. So, in die Eisöde. Den da oben hatten wir natürlich schon getötet. Und jetzt den Geier. Schwertern. Und 40 Lebenspunkte verloren. Das ist doch mal toll. Der macht jetzt auch nur noch 5 Schadenspunkte durch unseren Helm. 4 Schadenspunkte nur noch. Komm schon. Ah, Entschuldigung, er verliert immer noch normale Lebenspunkte. Nein, da weicht der Geier aus. Kritischer Treffer, 1 Schadenspunkt. Und da haben wir den Geier getötet. So, ist hier noch was? Wie sieht es eigentlich bei uns aus? Ja, Lebenspunkte gehen noch. Ich speichere das mal. Hier ist es ja so, wenn die Gegner tot sind, dann sind sie endgültig tot. Auch wenn man die Gegend verlässt und wieder zurückkommt. Nein, Rundumschlag. Das heißt, es ist hier sogar sinnvoll, jeden Gegner zu speichern. So, Rundumschlag. Wir haben 5 Lebenspunkte verloren. Und der zweite greift, glaube ich, nicht mehr. Ja, das war der eine. Ausgewichen. Getötet. Diese Eisdämonen sind keine Gegner für uns. Aber sie geben Erfahrung und Geld. So, hier haben wir noch einen. Oder auch nicht. Ich dachte, das hier wäre ein Bergarbeiter. Naja. Geht's hier nach rechts? Tatsache. Hier geht's nach rechts. Gehen wir vorher mal hier weiter. 4 Eisdämonen. Heiliger Strohsack. Gleich 4 von diesen schrecklichen Eisdämonen. Hoffentlich fällt mein Schwert nicht ein. Das geht schon. Zack. 17, 16, 16, 15. Alle auf Brandy. Ja, ist doch besser so, der hält wenig mehr aus. Angriff! Mist, der lebt noch. Julie ist ausgewichen. Okay, wir töten sowieso mindestens einen. Sag ich doch. Okay, ich glaube, jetzt sollte ich mir dann doch wirklich ein Heilmittel geben. Heilkraut, zack. Ah, und wir haben sogar den getötet, der als allererstes angreift, noch vor Granny. So, jetzt können wir wieder töten. Nee, doch nicht. Den Gegenstand zu benutzen ist einfach nur schneller. Und da war es nur noch einer. So, 208 Erfahrung und 360 Taler. Granny hat Stufe 8 erreicht. Julie Stufe 10. Das muss gespeichert werden. So. Ein Geier. Wir werfen dir ein Schwert. Nein, unser Schwert an den Kopf. Nimmt leider keinen Schaden. Macht dir nichts draus, Julie. Das wird schon noch. So, und jetzt stirbt er. Komm schon. Ja. 60 Erfahrung. So, sonst ist hier nichts.
Zumindest sehe ich nicht viel. Dann müssen wir wohl dort oben nach rechts. So, speichern. Was haben wir denn hier? Ein Findling. Brunhild, Mutter und Ehefrau. Hier ist ein bisschen Gras sogar. Der Brunnen ist gefroren. Gehen wir ins Haus rein. Speichern. Guten Tag, mein Freund. Mein Name ist Bernhelm. Darf ich den euren erfahren? Ich bin Grandy, ein Reisender. Schön, euch kennenzulernen, Grandy. Kann ich irgendetwas für euch tun? Das gleiche wollte ich gerade euch fragen. Ihr seht besorgt aus. Tue ich das? Nun entschuldigt bitte, aber ich wollte euch nicht mit den Sorgen eines Vaters belästigen. Es sind meine beiden Kinder, Dada und Dudu. Sie sind nach draußen spielen und seit Stunden nicht zurück. Kann ich euch helfen? Das ist sehr freundlich von euch, Grandy. Leider weiß ich euch auch nicht, wohin sie sind. Kein Problem, Bernhelm. Ich bin im Handumdrehen mit den beiden Rackern wieder hier. So, wir sehen uns um. Vielleicht können wir ja irgendwas nehmen. Verschlossen. Nein, auch verschlossen. Ich hoffe, den beiden ist da draußen nichts passiert. Tja, dann gehen wir mal weiter. Da sind sie ja. Hey, ein Schneemann. Okay. Heilkraut gefunden. Heilkraut gefunden. Toll. Hallo, Kleiner. Bleib doch mal stehen. Hallo, Duda. Wer bist du denn? Du siehst sehr stark aus. Ich heiße Grandy. Dein Vater hat mich gebeten, dich nach Hause zu bringen. Dado oder eher Dudu? Egal, dich und deinen Bruder oder Schwester? Oje. Jetzt reicht's aber, du Lümmel. Sag mir jetzt gefälligst, wo das andere Geschwister ist. Nicht hauen, Herr Grandy. Oh, Feuer. Die Dada ist verschwunden, Herr Grandy. Sollte sie auch... Klar. Wir haben nämlich Verstecken gespielt. Aber, das ist schon so lange her und ich habe doch schon lange aufgegeben. Dada ist immer noch weg. Und die kommt nicht wieder, glaube ich. Was soll ich denn machen? Ich bin doch ihr Bruder, Herr Grandy, und muss sie beschützen. Beruhig dich mal, Dudu. Kein Grund zur Aufregung. Ich werde Dada für dich suchen gehen. Echt? Das machst du? Das ist so nett, Herr Grandy. Du bist sicher ein großer Held und so. Naja, mehr oder weniger. Warte bitte hier auf mich und hör auf, so herumzuflitzen. Mal sehen, ob es hier geht. Da unten ist eine Höhle, aber kein Weg führt dorthin. Den Sprung werde ich nicht überleben. Von hier aus könnte ich nach unten kommen, aber es ist immer noch verdammt tief. Wirklich springen? Kann ich hier vielleicht? Nein. Da komme ich auch nicht hin. Tja, dann springen wir eben. Vielleicht war das doch keine so gute Idee. Was soll's, es gibt ja ohnehin kein Zurück mehr. Hat noch geklappt. Okay, dann in die Höhle. Hilf mir, Große Herr! Ich bin durch das Loch hier runtergefallen. Das sind überall billige Fledermäuse. Ich sehe es, kleine Dame. Bleib in meiner Nähe. Ich bringe uns beide hier raus. Ich kann ihn nicht töten. Nichts. Okay. Die Wand hier sieht irgendwie anders aus. Von oben fällt Licht herein. Das ist ein Loch in der Decke. Hochklettern.
Da, schnell komm. Papi wartet schon so lange. Ich weiß, du Blüdi. Der Mann bringt uns zu Papi. Gwendy, Stufe 9 erreicht. Die Kleinen sind schon vorausgelaufen. Racker. Gwendy. Dada hat mir erzählt, was geschehen ist. Wir stehen tief in eurer Schuld. Es war mir eine Freude, euch zu helfen. Als Zeichen meiner Dankbarkeit erlaubt mir, euch meine alte Rüstung anzuvertrauen. Plattenpanzer erhalten. Bevor ich es vergesse, während eurer Abwesenheit war jemand für euch hier. Wie bitte? Wer sollte wissen, dass ich hier bin? Oh, die junge Dame wusste nichts davon. Ich erzählte ihr von euch und eurer Hilfsbereitschaft. Sie sagte, sie wolle nach euch suchen, aber ich wusste ja nicht, wohin ihr gegangen seid. War ihr Name Libra? Ja, das war ihr Name. Ich wusste gleich, dass ihr gute Bekannte sein müsst. Nicht direkt. Wisst ihr denn, wohin sie gegangen ist? Sie wollte im Westen mit ihrer Suche beginnen. Dann werde ich mich sofort auf den Weg machen. Es war schön, euch alle kennenzulernen. Das Vergnügen war ganz auf meiner Seite, Grandy. Lebt wohl einstweilen. Ich hoffe, wir sehen uns einmal wieder. Vielen Dank, Grandy. Ach, Bärenhelm, eine Frage noch. Ja? Wie kommt es, dass ihr hier mit euren Kindern in der Eisöde lebt? Eine naheliegende Frage, Grandy. Aber bitte erlaubt mir, euch die Antwort schuldig zu bleiben. Es ist eine dunkle Geschichte. Meine Frau verlor dabei ihr Leben. Ich möchte nicht davon sprechen. Vergiss es. Wollen wir ja nicht unbedingt nachfragen. Wenn ich groß bin, will ich auch so werden wie du, Grandy. Wo bleibt denn plötzlich das Herr, Grandy? Ach, du bist wie der Prinz aus dem Märchen, Grandy. Tja, wenn Sie meinen. So, haben wir hier jetzt noch irgendwas? Nö. So, mal sehen, vielleicht finden wir hier noch ein paar Heilkräuter im Schnee, aber ich sehe jetzt keine mehr. So, ich will hier nochmal speichern. So, die Libra ist bestimmt irgendwo unten, aber nein, hier gibt es keine Heilkräuter. Zumindest habe ich keine gesehen. Eine frische Spur. Sie führt nach Süden. Eine Höhle. Okay. Erstmal die Truhe. Zwei Heilkräuter halten und noch etwas. Ein Elixier hier. LP und AP werden komplett geheilt. Cool. Jetzt schauen wir mal wegen dem Plattenpanzer. Mio, noch mehr Rüstung. Hätten wir uns das Geld wirklich sparen können. Okay. So, runter oder rauf? Speichern kann ich hier nicht. Gehen wir erstmal runter. Okay, zwei untote Zwerge. Na, so ganz taufrisch sehen diese Burschen ja nicht mehr aus. Rundumschlag! Ach, nicht ausweichen. Ja, so viel. So schlimm sind die jetzt aber auch nicht. Ja, das hat weh. Wow. Die muss ich jetzt echt töten, sonst töten meine Julie. Kritischer Treffer. Unverkürzt weg. Bricht zusammen. Komm schon, greif Grandy an. Ja. Und jetzt stirb. Ja. Ich muss unbedingt die Julie heilen. 300 Taler gefunden. Julie hat Stufe 11 erreicht. Okay. Futternapf. Eine leckere Runde Mahlzeit zubereitet. Medizin reinrühren? Heilkräuter. Gegengift haben wir nicht. Medizin auch nicht. Heiltrank drüber kippen. Wir nehmen die Heilkräuter. Gesundes Hundefutter hergestellt. Hier, Julie. Lecker, Papa. Einmal geht noch. So, hier, Julie. Noch ein Nachschlag.
Okay. Und mir selbst könnte ich eigentlich auch eins geben. Ah, mit Enter schiebe ich die. Okay. So. Bin gespannt, was dann passiert. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Obwohl Ricola das mal gemacht hat, glaube ich. Ah, hier geht's weiter. Ein Heiltrank. Ein Enthol, meine ich. Zwergenrüstung erhalten. Riechsatz und Heiltrank erhalten. Doch ein Heiltrank. Falsch, ich wollte Rüstung nachsehen. Oh. Tja, dann greifen wir die untoten Zwerge an. Oh, untote Zwerge, zweimal und ein Zwergenkrieger. Die Burschen sind in der Überzahl. Na egal, auf sie mit Gebrüll. Wir brüllen ja wirklich. Der Zwergenkrieger weicht aus. Zum Glück haben wir uns ausreichend geheilt vor dem Kampf. So. Vielleicht hätten wir noch ein... Nein, das hat weh! Vielleicht hätten wir noch ein Hundefutter oder sowas zubereiten sollen. Vor dem Kampf. Ja, einer der untoten Zwerge ist zusammengebrochen. Aber die Zwergenkriege weicht dauernd aus. Töten wir eben den nächsten untoten Zwerg. Der ist auch schon tot. So, und jetzt ein Zwergenkrieger. Und jetzt stirb! 269 Erfahrung, 480 Taler gefunden. Super. Leider kann ich nicht speichern. Es sei denn... Ein Zwergenkrieger. Er ist klein, er ist stark. Im Gegensatz zu mir ist er schon tot. Aber es ist nur einer. Den töten wir schnell. So. Ein Angriff noch, dann ist er. Dann war's das. Ja, sag ich doch. 180 Taler. Granny hat Stufe 10 erreicht und Solarplexus erlernt. Okay, erstmal ein bisschen heilen. Hier und die Julie kriegt auch noch mal was zum Futtern. Plötzlich ist das Fenster da oben zum Auswählen. Perfekt, okay. So, Solarplexus. Da, lähmt einen Gegner. Das ist ja toll. Das will ich speichern. Ich gehe also noch mal kurz raus. Da unten ist ein Gegner, zu dem kommen wir ja nie. Der ist wohl wirklich nur zu der optischen Zwecken hier. Da sind zwei Gegner. Die werden getötet. Zwergenkrieger greift an, der ist ja alleine. Na dann, Solarplexus. Oh, leider nicht gelähmt. Egal, dann greifen wir an. Kritisch! Toll. Und den nächsten. Zwei untote Zwerge. Versuchen wir mal, sie zu lähmen. Leider nicht. Ah, das hat echt weh getan. Dann versuchen wir den zweiten. Ausweichen, na toll. Okay, dann töten wir sie einfach. So, das tut uns wahrscheinlich eh gleich. Ja. Nein! Ich hab hier Riechsalz. Greif an, Julie. Ich will doch, dass du auch die Erfahrungspunkte bekommst.
Und das war mein Zwerg.